So, herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin total aufgeregt. Die erste Auktion läuft gleich aus, ja, in diesem Jahr. Die erste Auktion für mich auf meinem, tatsächlich auf meinem Account für den Fahrradladen oder was Fahrräder betrifft. Und ich muss sagen, ich bin doch begeistert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, wo ich dachte, warum bietet denn nicht mal einer einen Euro oder so, steht das Rad, das Klapprad, was ich eingestellt habe, jetzt tatsächlich schon bei 51 Euro mit 15 geboten und es sind noch gute 10 Minuten, die es läuft. Diese 10 Minuten werden wir jetzt hier, nun nicht live, aber ich werde sie live mit euch jetzt hier quasi, also ich verbringe sie hier live und werde dann mal schauen, wo es am Ende landet. Denn bekanntlicherweise ist es ja so, bei eBay findet der spannende Teil erst in den letzten Minuten statt. Also ich bin wirklich schon angenehm überrascht. Gut, es ist jetzt nicht, dass mein Herz vor Freude in die Luft springt. Ja, weil, wie gesagt, ein Huni hätte ich im Laden für dieses Rad immer bekommen. Und es ist aber für eBay ist es schon nicht schlecht. Und ich bin wirklich positiv überrascht, dass trotzdem noch so viele Leute sich da gefunden haben und gesagt haben, okay, da bieten wir doch mal drauf. Was soll's? Warum denn nicht? Weil ein schlechtes Rad ist es ja nicht. So, dann schauen wir mal. Jetzt sind es noch gute 9 Minuten, knappe 10 Minuten. Das läuft. Wir beobachten das Ganze mal. Ob das interessant ist für euch, weiß ich nicht. Wir schauen mal, was passiert. Also Fahrradsalon, da steht es ja hier, muss man dazu sagen, Fahrradsalon minus Berlin, null Bewertung habe ich noch. Mal gucken, ob sich das ändert. Erste positive Bewertung würde ich mich natürlich dann auch freuen. Und ich denke, es ist eine gute Idee, auch ein Video immer gleichzeitig mitzumachen und hochzuladen, damit man tatsächlich eine gute Beschreibung hat über die Geschichte. Mann, das ist richtig spannend. Also ich kann mich entsinnen, früher, wo ich mit eBay angefangen habe, ich habe so gerne immer die letzten Minuten mir angeguckt und habe dann so gedacht, wow. Und dann ging es so bam, 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 bam. Und meist damals noch. Da gab es ja keine Bietagenten oder sowas, also die in der letzten Sekunde wirklich bieten, sondern damals wurde ab 3 Minuten vorab, da war die Internetverbindung auch immer noch so eine Sache, lädt die Seite jetzt schnell oder nicht. Da haben die Leute ein bisschen Angst bekommen, manchmal hat es auch gar nicht geladen. Viele Sachen konnte man, hat man quasi verpasst, weil die Seite so lange gebraucht hat zum Laden. Und da hat man quasi 3 Minuten vorab schon mal geboten. Und dann hat man diese Steigern gesehen und das war irre. Also ich fand das toll, ich fand das witzig. Und damals ja teilweise noch bei Sachen, die heute Standard sind, wo man gar nichts mehr für bekommt in dem Sinne. Aber damals war es eben noch was Neues. Man war nicht 2000 oder also 2000, 2001. Tolle Geschichte. Ich fand's gut. Mir hat das immer Spaß gemacht. Und jetzt verbringen wir die nächsten 8 Minuten halt zusammen und schauen mal, was rauskommt. Ob wir quasi eine Sektflasche aufmachen können. Champagner für alle oder sowas. Ja, das wird natürlich nicht reichen. Ich freue mich ehrlich gesagt auch schon wieder im Laden zu sein und dann ja, die nächsten Räder euch zu präsentieren. Einige Räder werde ich wohl auch im Fahrradladen präsentieren, weil immer diese Kulisse ist dann auch vielleicht langweilig für euch. Wir gucken einfach mal. Wir gucken mal, wie es sich weiterentwickelt. Generell muss man sagen, bei eBay läuft es im Moment nicht sehr gut. Auktionen und solche Sachen, die Leute wollen keine Auktionen anscheinend mehr, habe ich den Eindruck. Die wollen eine Sache zum Festpreis haben und günstig muss es sein. Das ist denen lieber als irgendwie eine Auktion auch noch dieses Warten, weil auch dieses Warten ist den meisten Kunden schon zu viel. Sie wollen es, wenn, dann gleich mitnehmen. Hier hat mich auch jemand angefragt. Ich weiß gar nicht, ob es bei dem Rad oder bei irgendeinem anderen Rad war. War es beim BMX? Es war, glaube ich, es war ein BMX, eins von diesen BMX-Rädern. Hat mich einer angefragt, ja, sofort kaufen. Ich würde es gerne sofort kaufen. Und da habe ich auch geschrieben, nein, es muss über eine Auktion jetzt laufen. Es ist eingestellt, da war auch schon ein Gebot drauf. Da kann man es natürlich dann nicht mehr als Sofortkauf rausnehmen. Das geht ja nicht mehr. Ja. Also Sofortkauf machen wir jetzt in dem Fall hier nicht. Bei den guten, bei den richtig guten Rädern, ja, wo ich ein bisschen Geld für haben möchte, die haben ja Sofortkauf. Also, erstmal nochmal an alle, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal sehen.
Herzlich willkommen in 2018. Wir haben 2017 überlebt, auch wenn auch nur knapp. Ja. Jetzt gucken wir mal. Es tut sich erstmal nichts, muss man dazu sagen. Boah, knapp 6 Minuten noch. 6 Minuten noch jetzt. 6 Minuten, die Stimmung ist unbeschreiblich. Unbeschreiblich. Ehrlich gesagt, mit 50 Euro habe ich gerechnet. 50 Euro habe ich ja gesagt. Das ist gut, das ist toll. Abzüglich Einkauf und Gebühren bin ich natürlich im Minus. Aber ich habe Platz. Und darum geht es ja, bei diesem Projekt. Also nicht wundern, einige Sachen, es ist egal, was sie bringen, ich lasse sie auslaufen. Ja, ich schaue mal. Und die erste Auktion jetzt auf diesem Kanal, auf diesem Account. Mein erstes versteigertes Rad bei eBay. Das muss einfach mal jetzt ein Knaller werden. Das ist ja auch ein kultiges Rad. Eingang, Neonfarbe. Ich hoffe, es macht den neuen Besitzer dann auch glücklich. Und er freut sich daran. Na, was denn los, Mizi? Meine Katze schleicht hier um mich herum. Die will doch was. Was will sie denn, die Katze? Was will sie denn? 4 Minuten 40. Na, 51 Euro. Wir schauen gespannt auf den Preis. Achtung, Achtung. Oh, 51. 15 Gebote. Uiuiui. Na, die kann ich auch nicht sehen. Aber hier privat. Oh, das sind drei Personen, die sich dafür interessieren. Auch nur, die in Frage kommen. Na? Der Timer läuft jetzt rückwärts einfach ab und wir schauen mal, wo es landet. Fahrradsalon minus Berlin. Das ist der Account, auf dem ich jetzt das nächste halbe Jahr wahrscheinlich täglich neue Räder hochballer. Andere Räder hochballer. Und dann, wenn ich andere Räder auch im kommenden, also in diesem Jahr jetzt bekommen werde, die mir zur Verfügung gestellt werden, auch Bastlerräder, werde ich die natürlich auch dort reinnehmen und dort einfach ja, versteigern. Sofern es keine Sammlerstücke sind. Und wenn es Sammlerstücke sind, werde ich sie auch vielleicht reinsetzen und dort präsentieren. Jetzt haben wir gute 3 Minuten noch. Es ist ja schier unglaublich, wie wenig sich da tut. Aber ab 3 Minuten wird es eigentlich immer spannend. Ab 3 Minuten. 3 Minuten ist so die Zeit. Da sagen sich schon manche Leute von der alten Garde zumindest noch, Mensch, wenn es jetzt nicht richtig lädt oder ich keine Internetverbindung habe, dann kriege ich den Artikel nicht, ehe ich mich jetzt neu eingeloggt habe. Das war früher immer so das Problem und deswegen fingen die Leute an, ab drei Minuten noch zu bieten und so. In der heutigen Zeit gibt es Bietagenten wohl, die man, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert ganz genau, also wie es funktioniert grundsätzlich schon, aber ich habe es noch nie probiert, die man einfach einsetzt, den Timer irgendwie vermutlich abgleicht mit der eBay-Zeit und dann innerhalb der letzten 10 Sekunden sein Gebot platziert. Zum Beispiel jetzt stehen es jetzt hier bei 51 Euro. Muss aber nicht heißen, dass der letzte Bieter 51 Euro nur geboten hat. Vielleicht hat er ja 71 oder 81 Euro geboten oder vielleicht auch 100 Euro. Er hat halt jeweils seinen Vorbieter um 1 Euro wohl überboten oder um 50 Cent. Ich weiß gar nicht, ob das in 50 Cent Schritten funktioniert. Ja, also es ist entscheidend, dass man dann sein Gebot, meinetwegen 100 Euro, platziert, 10 Sekunden vor Schluss. Und wenn dann noch jemand anders die lustige Idee hat zu bieten, bei 51 zum Beispiel auf 61, dann springt es, oder auf 60 Euro, dann springt es sofort auf 61 Euro. Dann springt er vielleicht nochmal in den letzten 30 Sekunden auf 70 Euro, dann springt sofort auf 71 Euro. Das ist so ein Bietagent, der für dich quasi immer das höchste Gebot über dem jeweiligen anderen Gebot platziert, was von deinem Beat-Gegner kommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erklären kann oder so nachverfolgen kann, wie das funktioniert.
Ja, und das ist eben, dann muss man nicht mehr live am PC sitzen, wenn man jetzt zum Beispiel noch auf Arbeit ist oder so. Ja, dann übernimmt halt der Beat-Agent, dieser elektronische Beat-Agent, dein Timer sozusagen, den du selber gestellt hast. Ja, jetzt haben wir gleich nur noch eine Minute. Ich habe erfolgreich 10 Minuten verplappert gleich. Und schauen wir mal, 58, 57, 56, 55 Sekunden. Jetzt schauen wir mal, jetzt wird es spannend, wenn jetzt nicht was passiert. Also man muss da noch einer wenigstens 55 Euro oder so. Dann haben wir die Gebühren drin und Einkauf und ein bisschen Bastelei vielleicht und so. Und dann bin ich doch schon glücklich. Ne? 40 Sekunden noch. Ja, es wird spannend. 37, 36, 35 Sekunden. Und 30 Sekunden. Manchmal passiert auch nichts. Also dann ist es halt, wie es ist. Ein paar Leute sollten eigentlich jetzt zu Hause sein. 20 Sekunden noch. Jetzt geht's in die heiße Phase. Und ab den letzten 10 Sekunden wird es wirklich spannend. Achtung. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es ist dabei geblieben. Es ist ja unglaublich. 51 Euro. 51 Euro. 51 Euro. Glatt 51 Euro, das ist natürlich nicht das Optimum, aber es ist das, was ich erwartet habe. Und ich bin zufrieden. Es ist okay. Es ist okay. Was soll's? So ist es halt im Leben. Mal gewinnt man, mal verliert man. Bei eBay, es ist jetzt nicht wirklich so, dass man da immer gewinnt, ne, wie man sieht. Aber bei eBay ist es halt so. Hätte sein können, da bieten sich jetzt zwei um die Wette. Aber es ist gut geworden. 51 Euro, das, was ich erwartet habe. So, dann schauen wir mal, wer es ist, wo es hingeht. Artikelstandort ist auf alle Fälle Berlin. Und jetzt gehen wir mal auf nicht Fahrradsalon, sondern jetzt logge ich mich mal ein. Es geht auch nach Berlin. Da bin ich ja sehr glücklich drüber. Also er holt es bestimmt persönlich ab. Das Rad, das kommt ihm entgegen, das kommt mir entgegen. Das freut mich sehr. Super, das war also meine erste Auktion bei eBay tatsächlich. Ja. Wir schauen uns kurz mal die anderen Sachen an. Die sind ja auch alle beboten. Da bin ich ja furchtbar stolz auf euch. Auch wenn es manchmal hier nur bei dem Voxhorn BMX zum Beispiel 1,50 € ist oder so. Ja. Oder was waren da noch? So kann ich gar nicht scrollen. Vivi Sickly 1 Euro ist natürlich sehr mager bei 30 Beobachtern. Dieses Muscle Bike ist ja wirklich ein absoluter Hingucker, also das ist, wenn das aufgebaut ist und schön gemacht ist, ein Gebot, ja, es ist ein bisschen mager. Da, liebe Leute, einfach noch ein bisschen ranklotzen, ein bisschen bieten, weil das wäre wirklich schade. Also wenn das für eine schmale Kasse weggeht oder so, wo der Sattel ja eigentlich schon so teuer gehandelt wird, irgendwie so ein Sattel kostet ja schon mindestens 40 Euro, mindestens, und dann ist es glaube ich nachgemachter, bis zum originalen 100, 120 Euro kostet so ein Sattel alleine. Deswegen da noch ein bisschen nachlegen. Ansonsten bin ich schon sehr zufrieden. Der Klapprad ist gut gelaufen. Ich freue mich. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später mit dem nächsten Video auf alle Fälle. Oder morgen mit dem nächsten Video. Also, bis dann. Ciao. Alle Gute. Fleißig weiterbieten. Denkt dran, abonniert den Kanal oder sagt es weiter. Hier gibt es Räder für schmale Kasse. Der Tommy löst seinen ganzen Scheiß auf. Alles, was er hat. Und deswegen seid einfach mit dabei. Ja? Bis dann. Ciao, ciao.